So, Halle, wir machen weiter. Bei Jump 2. Wir sind bei Block Art Survey, welches Präsident Lord Bowser gebaut hat. Und Präsident Lord Bowser ist... Ah, der hat keinen. Der hat keinen. Ach doch, da, P-Lord Bowser. Ah, Daiso. Daiso Devon. Okay. Das sieht in der Tat wie Kunst aus. 5-Question-Survey. Okay, 5 Fragen. 5-5-Fragen-Umfrage. On the first pictures, what numbers are... Ah, vielleicht sollte ich erst mir das Level angucken. Okay. Also erst Art gucken. Erst Art gucken. Und wenn wir Art geguckt haben, beantworten wir Fragen. Hä? Können wir nochmal Art gucken? Okay. Das kann ich mir bestimmt merken, was immer das... Ja, keine Ahnung. Gut, das war diese Kunst. Was ist diese Kunst? Ein Mond, ein Block, 3 Fenster, eine rote Tür. Boah, okay. Drittes Bild. Ach du Scheiße. Ein paar On-Off-Switches, ein paar schwarze Blöcke, 7 Uhr-Blöcke, Dirt, so Holz-Tiles, Gold-Tiles, Wasser, Röhre, Wolke, Wunder, ja, keine Ahnung, wunderschön. Okay. Dann gehen wir zu den Umfragen und gucken, ob wir sie hinkriegen. Also, on the first picture, what numbers are represented? 0, 0, 1, infinity, 7, 8. Was für Nummern werden repräsentiert? Wie sah das aus? Das war dieses Grüne, aber da waren doch gar keine Nummern. Ich nehme das. Das war es offensichtlich nicht. Okay, welche Nummern werden hier repräsentiert? Das ist aber doch das Unendlichkeitssymbol, wenn man so möchte. Also es ist es nicht, aber das könnte es sein. What numbers are represented? Willst du mich verarschen? Aber alles andere? 7, 8? Wo sind da die... Okay, das könnte auch eine 8 sein. Ja, das könnte auch eine 8 sein. Aber wo sind dann die 7? Das ist eine umgedrehte 7 oder was? Also dann ist es 7, 8. Das kommt noch am ehesten hin. Das kommt noch am ehesten hin. 7, 8. What is the one block shared between picture 1 and 3? Also der einzige, der in 1 und 3 drin ist. Also so ein Circle war nicht drin in 3, glaube ich. Ich glaube, so ein dunkelgrüner Block war drin. Todesblock war auf jeden Fall auch drin, aber Todesblock war nicht im ersten. Yes. Which two Koopalings Arenas are represented in Picture 2? Koopaling Arenas? Iggy Larry? Also da war...
Da war diese, das, da waren diese drei Fenster. Und dann war das so eine Art Angelrute. Und an der Angelrute war, glaube ich, eine Sch was, eine Shell? Was für Kuperlings-Arenas? Vor allem Bully und Big Mouth sind doch keine Kuperlinge. Ich nehme Iggy und Larry. Ach, ein Mond war da dran, gar kein. Hä, das ergibt überhaupt kein. Ich hab kein. Wie? Welche Cooper? Keine Ahnung, ne? Wir raten halt einfach die andere. Also das war's nicht. Nee, das war's nicht. Bully und Big Mouth sind keine. Ich verstehe nicht. Dann bleibt doch nur Ludwig und Roy. Aber wieso soll das eine Ludwig und das andere Roy? Ja, dann ist es halt Bully und Big Mouth. Aber raff ich nicht. Raff ich halt überhaupt nicht. Nicht mal ansatzweise raff ich, was das, was damit gemeint ist. Okay, Bully und Big Mouth also. What would be showing if picture 3 is higher? Das war so eine Art Kopf. Upside down Ruf. Legs. Legs? Aber was will der von mir? Wenn das höher wäre, ja, es könnte auch ein Fisch sein. Also das ist das Einzige, was ich nachvollziehen kann. Alle anderen blicke ich einfach nicht. Jungs. Warum denn dann Upside Down Ruf? Which picture would be safe to land on, spawned in mid-air? Soll das irgend. Ich hab halt nix erkannt. So viel zu den zu 50-50. Oh nein, eine sechste Frage. Wir müssen die Bilder noch mal angucken. Ich würde schon gerne nachvollziehen, was da los ist. Using L&R Scroll, how many arrow tiles are there? Hä, wieder waren gar keine Fragen. Was? Was?
Die Dinger oder was? Nee, was? Oh. 3. Drei. Oder in jedem von den Dingern. Kann man in den anderen auch noch L und R machen, oder was? Habe ich gar nicht gemacht. Drei und acht sind 11. Was ist denn das, worauf man landen kann? Ist das, das ist eine Beere. Das könnte eine Beere sein. Oder ein Baum. Zwei. Drei. Nee, 11 haben wir. 13. 15. Wo ist denn... Ich verstehe Big Mouth und wo ist denn Napoli und Big... Und als Arena, ich raff das überhaupt nicht, was die von mir wollen. Wo sind wir? 15 sind wir, ne? Einer? 16? 16. Da. Den Namen lese ich nicht vor. Was? Sterbicated 7 Simplex. Wer ist das? SyncX. Okay. Ich weiß nicht, was ich zu dem Level gerade sagen soll, ne? Ich weiß es einfach nicht. Okay, das ist so ein 3D-Ding. Since Mario has figured out how to flip into 3D, the alignment of Saturn causes Mario to only be able to walk. Und the center pattern of any 3D-Plattform, ja. Ja, das war eine wichtige Message-Box. Aber ja, das sieht halt echt immer komisch aus, ne? Ich habe das auch nie gemocht, wenn so 3D-Dinge eingebaut worden sind. Das sieht immer super, super weird aus. Vor allem, weil du halt die Hitboxen, ne? Nie so richtig, ja, ne? Schau dir das an. Nie so richtig, oh mein Gott. Nie so richtig einschätzen kannst bei den Dingern. So, wann fällst du durch? Wann ist es okay? Wo geht's los? Wo hört's auf? Schauen wir zu, dass wir hier ganz schnell durchkommen. Dann haben wir zwei weitere komische Level weg, das ist doch auch was. Oh mein Gott. Wozu hole ich überhaupt den Pilz, wenn ich mich eh direkt treffen lasse? Ah. Na komm, wir holen ihn nochmal. Und sind dann ein bisschen vorsichtiger. So, jetzt. Da fallen Dinge jetzt runter. Ich hab die Stacheln da oben gesehen, die sind aber gar nicht gemeint. Wahrscheinlich ist der Swamp gemeint. Ah ja, wie macht man das denn jetzt hier am blödsten? Oh nee! Und hör auf hochzuwerfen, Kollege. Geh weg! Geh weg!
Danke. Und jetzt, boah, das wird ja richtig unangenehm, hier durchzukommen. Ei! Einfach durch, okay, okay, zack. Hä? Können wir das in Momentaufnahme nochmal bekommen? Die haben mich doch überhaupt nicht berührt, die Dinger. Jetzt, der hat mich berührt, aber das gerade war ja, ich wurde irgendwie in der Luft getroffen. Zumindest sah es bei mir so aus. Vielleicht sieht es bei euch ja anders aus. Ach, geht mir nicht auf den Keks. So, tschüss. Yo! Oh, zum Glück haben wir den schon gleich hingekriegt. Was? Das wird ja noch wilder. Mario hat zu lange gebraucht und Saturn ist jetzt nicht mehr auf der Spur. Oh, was? Oh, was? Gegner sind auf dem gelben und ich auf dem dunklen. Aber das ändert ja trotzdem nichts. Ich meine. Yo, was? Moment, das. Ach so. Das heißt aber, wenn ich hier unten lande. Alter, das sieht super weird aus, ne? Oh mein Gott! Und jetzt falle ich da durch! Weil ich weiterspringen muss, dass ich da drauf lande. Oha! Das ist perspektivisch jetzt schon ein kleines Meisterwerk. Aber ich mag's trotzdem nicht. Oh Gott! Nee, Mann. Nee, was ist das denn da unten? Sprung. Da komme ich nicht mehr raus. Jetzt. Au. War doch gerade kurz unten. Yes. Yes. Okay. Oh mein Gott. Kann ich das überhaupt? Ja, kann ich. Ich kann da drauf landen. Ich muss das Ding wieder ankommen. Aber dafür war das Ausrufezeichen da. Jo, Pilz. Der gleich wieder weg ist. Oh Gott, können wir hier bitte durch einfach? Das ist ja. Nicht nachgedacht. Ja, Weitersprung. Das ist ein guter Moment für einen weiten Sprung und noch einen. Yes. Ist das Todeszeug? Das ist Todeszeug. Jo, ich hasse diese. Okay. Nice. Nicht so nice, aber wir sind durch den Abschnitt. Ich muss von der Ecke abspringen. So. Oh, das sieht alles normal aus. Das war's nicht normal. So, das ist jetzt wieder einfaches Zeug. Damit kann ich arbeiten. Ich meinte natürlich. Ziel! Oh Gott, das sah komisch aus, das alles. Hilfe!
Ich meine, man muss ja mal nur bedenken, an sich läufst du ja trotzdem auf 2D-Plattformen, weil es sieht ja nur 3D aus. Heart of 250 von Beaufort 3. Den kennen wir mittlerweile schon. You know the drill? L and R to change status of water? Nee, eigentlich nicht. Was? Was? Oh, das ist kein Level für mich. Weil, oh nee, nicht schon wieder so ein LR-Kram. Ah! Ah! Das ist nicht gut für... Ach, und den stelle ich dann auch einfach so um, ja? Nee! Aber ich brauche den, um da hochzukommen. Das Level wird noch weniger spielbar mit Controller. Ohne Controller. Ich muss ja jetzt... Das kann ich so auf keinen Fall spielen. Das muss ich mit Controller machen. Das würde nicht mal mit irgendwie Umstellen von der Tastatur. Das geht nicht mit ohne. Also das haut nicht hin. Okay, wir müssen hier erstmal stoppen. Und den Weg hier weitergehen. Back in the Mines von Electric Angel. Electric Angel ist Snow and Pyro. Oder so. Oh, ein Minecraft-Level. Okay, achso, deswegen Back in the Mines, ja, okay. Gut, die sind ja meistens ganz lustig. Ich erwarte jetzt also spaßiges Level-Design. Achso, ich kann einfach durch. Ah, verstanden, 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 macht Boom. Okay, das wird so ein Ding. Ich hätte A drücken sollen, denn Kakteen tun also weh. Good to know. Boom. Da ist ein Pilz. Ja, das ist bisher ein cooles Level. Oh, kann ich die auch mit Dings kaputt machen? Ah, der da unten muss bis darüber laufen. Dann kann ich den hier killen, dann ist er vielleicht ein bisschen schneller unterwegs. Dang it. Wobei, der Koopa ist überhaupt nicht relevant. Der Typ geht ja trotzdem auf mich. Bam! Okay. Okay. No, das war... Oh, das war dumm. Einfach durch gleich. Sehr schön. Ah, das Level ist okay. Verglichen mit dem, was wir gerade hätten spielen müssen, nehme ich das hier mit Kusshand. Midway Point. Nice.
Okay. Spinnen sind mir neu in Minecraft, vor allem Donkey Kong Spinnen. Spinnen sind mir natürlich nicht neu in Minecraft, aber diese Spinnen sind mir neu in Minecraft, bevor man mich hier wieder falsch versteht. Weil das sind die Donkey Kong 3 Spinnen. Aua! Das war nicht nett. Du gehörst auch nicht in Minecraft. Mach dich weg. Oh, muss ich jetzt. Au! Jetzt muss ich den hier runterlotsen. Okay, das ist ja kein Thema. Bäm! Oh oh. Okay. Ach Mist. Tschüss. So, jetzt ist alles kein Thema mehr. Alles easy. Ah, die kommt durch die Wand! Das ist voll die Cheaterspinne. Die kann doch nicht einfach durch die Wand kommen, aber das erklärt, wie ich da hochkomme. Ich habe mich schon gefragt. Was ist eine Hitbox? Also ich verstehe ja viel, aber dass der mich gekillt hat. Jo, die Spinne macht einfach durch die Wand durch. Und nicht nur durch die dünne, die macht durch alle durch. Aua. Gibt's doch nicht. So. Aber wieso der mich gerade gekillt hat, ne? Feuer. Ich meine, ich komme da nicht rüber, ne? Und da steht der R, also muss ich doch scrollen. Oder in die andere Richtung, dann kommt die Spinne wie. Ah, verstanden. Aber wieso steht dann da R? Es ist ja dann L. Au. Au. Geh weg. Au. Aber es war dann ja L und nicht R. Keine Ahnung. Ich bin letztendlich auf das Richtige gekommen. So, jetzt machen wir hier und hier. Hier. Also der Höhlenabschnitt ist nicht ganz so cool. Das liegt aber. Oh F. Das liegt aber vor allem an der Hitbox von den Spinnen. Die sind echt strange, ne? So. Kommt der jetzt? Da habe ich ihn oft gescrollt. Yo! Ich hoffe, ich habe noch Zeit. Okay. Zeit habe ich anscheinend nicht mehr. Alter! Okay. Ah, Röhre. Ah, jetzt könnte das Levelende dann kommen. Jo! Creeper-Attacke hier. Okay. Also der erste Teil war cooler als der zweite Teil. Sagen wir es mal so. This is a journey into money. Okay, werden wir noch schnell reich? Ich habe nicht geguckt, von wem das Level war.
Moderator, also lazy. Okay, was soll ich tun? You need to collect 30 coins while racing an ether block. Take your time and figure out how to get attempt. Ja, klar. Also ich muss 30 Münzen irgendwie kriegen. Und gleichzeitig ist es aber irgendwie ein Wettrennen mit dem Blockviech da oben, der jetzt gar nicht loslegt. Oh, das Ding haut ab. Ach so, das heißt, ich muss über den Chuck da hoch oder was? Um den überhaupt erst auszulösen. Weil, wie kann ich denn den überhaupt auslösen? Das ist schon die erste Frage. Gut, aber angenommen, ich hätte ihn, dann müsste ich hier die Münzen also sammeln. Dann würde ich mit Yoshi... Oh, das ist natürlich dumm. Da kämen auch nochmal Münzen raus aus der Wolke, wenn ich das richtig machen würde. Ah, ich muss es so machen in der Reihenfolge. Ach so, und dann hier. Hier aus... Ja, hier das Ding auskacken. Dann kommt eine Wolke raus. Und dann muss ich da irgendwie unten landen können. Da kriege ich auch nochmal... Achso, nee, so kriege ich die Münzen hier. Okay. Okay, die Münzen sind relativ safe zu bekommen. Das wollte ich nicht. Das kann ich da hochschmeißen. Was nützt mir das? Hä? Nützt mir das irgendwas? Ach so, dann kommt die Münze hier rüber. Okay. Weil an die komme ich ja eh nicht ran. Ah, und wenn ich nämlich 30 Münzen habe, kommt hier einerseits ein Leben raus und Yoshi wird groß und ich muss schneller sein als die Coin Snake, Block Snake, weil sonst ist der Block weg, mit dem ich Yoshi groß gemacht hätte. Okay. Das ist ja interessant. Jetzt haben wir aber das Problem, dass wir gar nicht wissen, wie ich da hochkommen soll. Oh doch, ich weiß, wie ich da hochkommen soll. Ah, das ist ja sick. Ah, das wollte ich nicht. So nämlich. Und jetzt geht das Rennen. Oha, das ist ja ein krankes Level. Ich habe das Gefühl, heute ist der Part der echt schweren Level. Oh je. So, jetzt muss ich also schnell sein. So, den Weg haben wir theoretisch ja schon gesehen. No! Ist die gleich mit die Beere, bitte? Yoshi. Ist die Beere bitte gleich... Oh mein Gott. Yoshi ist... Scheiß Bäre gleich mit. So, jetzt kackt die Dings aus und jetzt muss ich hier die Coin sammeln. Und hier die Coin wahrscheinlich. Okay, die kriege ich gar nicht mehr. Nur die erste. Die erste kriege ich noch. Aber ich wette, die gehört zu den 30 dazu. Ich meine, wozu ist sonst dieser Block hier da, ne? Ich meine, das ist ja mehr als offensichtlich. Oh, das war übrigens gerade dumm. Das sollte ich nicht tun. Aber wie soll ich jetzt eigentlich...
soll doch bestimmt... So. Die Coin hier mitnehmen. Oh nein! Nein, ich hab's verstanden. Ich krieg 2 Coins aus dem aus der Situation gebaut. Na so nicht. Ja, wenn ich nämlich den Koopa da rauszünde, sodass er in die Richtung macht und dann Yoshi die essen lasse, dann kriege ich hier 2 Münzen raus. Und jetzt muss ich hier und dann hier schnell. Aber die Blocksnack ist ja schon gleich durch. Viel zu langsam! Wir haben die 30 Münzen, aber es war viel zu langsam. Geht das aus der Position noch? Nee, es ist durch. Ist durch. Viel zu langsam. Yo. Also dann so wahrscheinlich starten. Und dann gleich hier drauf. Und okay, jetzt bin ich deutlich schneller. Jetzt bin ich deutlich schneller. Jetzt sehe ich die sogar noch. Oh mein Gott, da muss man ja richtig schnell sein. Nein! Geht das noch? Geht das noch? Ich habe keine Ahnung. Ich sehe sie noch. Also ich bin deutlich schneller als vorhin. Ah, Mist. Vorhin habe ich sie ja nicht mal mehr gesehen. Ich denke, das ist noch drin. Ich hoffe es. Ich weiß es nicht. Ja, das ist auf jeden Fall noch drin. Okay, ein bisschen Dings hat man dann schon. Bisschen Toleranz. Ja, easy. Wow. Aber schon knifflig, das Level-Konzept. Midway Point. Okay. Nächster Raum. Okay, wie ich die diesmal auslöse, ist easy. Nämlich so. Und dann geht's gleich los. Dann sind wir also mit Yoshi unterwegs. Da ist eine blaue Münze. Federschlüssel. Okay, den Schlüssel brauche ich hier. Ach so. Nee, das kann ich auch mit Yoshi machen. Uah! Langsam, Kollege. Wait, wie komme ich da unten ran? Muss ich dafür... Ist das so gedacht? Dass ich da einen Stampfer mache? Wahrscheinlich muss ich da einen Stampfer machen. Ah, dann muss ich die hier so timen, dass die in der Lücke zur Münze werden. Dann kriege ich hier nochmal 2 Münzen. Da kriege ich eine. Okay, das ist das dann schon das Ziel. Das heißt, das Level ist relativ kurz. Okay. Was ich aber noch überhaupt nicht verstanden habe, sind die Blöcke. Achso, die kann ich ja essen als Yoshi. Das gibt ja... Mir haben 4 Coins gefehlt am Ende. Achso, den Schlüssel kann ich ja auch einfach verschlucken. Ja, klar. Ich darf den einfach nur nicht mehr ausspucken. Ah, Mist. Wenn der den einfach irgendwann schluckt, habe ich gewonnen. Und dann mache ich so. Dann kriege ich hier den. Dann warte ich die hier ab. Dann habe ich hier. Und dann brauche ich Yoshi aber zum Schluss, um da hochzukommen. Okay. Level-Konzept verstanden. Auf geht's. Jetzt also ganz schnell hier durch. Uiuiuiui. Mal gucken, wie viel Zeit wir hier bekommen.
Geht das jetzt noch? Nee, es ist genau okay. Ich muss wirklich alle bekommen. Ich muss wirklich alle bekommen. Aber dann ist der Safe-Set hier ganz gut. Dann muss ich jetzt nur das hier richtig timen, dass der wirklich genau in dem Moment getroffen wird. Und jetzt noch ganz schnell hier durch. Ah, okay. Die Frage ist, geht's aus dem State noch? Ich würde fast sagen, ja. Wenn ich mich richtig schnell schicke. Oh! Da muss ich aber schon jetzt richtig Speedrun Tactics hier machen, ne? Ja, es könnte echt knapp werden. Ich glaube, aus dem Set habe ich es versaut. Ich glaube, ich habe bei dem Geist zu lange gewurschtelt. Ah, das ist noch eine Spur zu eng alles hier. Ah, wobei. Nee, okay. Wir gehen mal ein bisschen zurück zum Geist. Dann von hier aus müsste es noch gehen. Von hier aus müsste es noch gut sein. Das war dumm. Ich muss den gleich. Ja! Nice! Genau so. Jetzt ist nur die Frage. Ja, ich glaube, ich bin aber schon wieder zu. Ich bin deutlich schneller als vorhin, aber es ist noch eine Spur. Oh mein Gott, das ist so knapp, ne? Schneller durch die Röhre. Aber er macht da oben noch mal so eine Pause, bis er hochgeht. Nein! Nein! Okay. Noch ein bisschen zurück. Oh, ich treffe die eine Münze gerade gar nicht, sehe ich. Lol. Okay, das war jetzt aber wirklich optimal, was die Situation angeht. Ja, das passt. Das passt jetzt aber. Ich muss nur noch diese verfluchte vertikale Röhre erwischen. Na, yes. Oh mein goodness. Okay. Mise en scène gibt's dann beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.